Freunde, heute geht es um Social Media. Daher, dass ich mich so richtig krass genervt habe schon über Wochen lang und immer wieder die meistgefragte Frage ist, Social Media, YouTube. Hey, meine lieben Leute, wie geht's, wie steht's, was geht ab? Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich will mich eigentlich gar nicht dazu äußern, aber laut der Überschrift habt ihr ja schon ein bisschen lesen können. Es geht um YouTube, ja. Und es ist eigentlich super simpel. Viele, sehr, sehr viele von euch schreiben mich an und sagen, ey Bro, kann man überhaupt noch mit YouTube starten? Sollte man noch irgendwie, ich möchte demnächst einen Kanal aufmachen und dann erklären sie mir ihr Thema, offenbaren mir ihr Konzept mit, keine Ahnung, mit PDF-Dateien und ich denke mir, okay, ich muss dieses Video für diese Leute machen, für diejenigen, die es bis jetzt noch nicht gecheckt haben. Also, YouTube heute läuft gar nicht mehr, ja, höchstens Shorts, ja, oder TikTok. Mit YouTube heute durchzustarten, das war schon damals sehr, sehr schwer, nach den ganzen YouTube-Millionären und heute ist es noch schwieriger, ja. Das heißt, wenn ihr heute mit YouTube durchstarten wollt, ist das praktisch wie so gut wie unmöglich, ja, man verdient gar nichts mehr daran, ja. Also ich mache schon seit 3,5 Jahren YouTube und ich war immer nur auf YouTube und es war immer so, so schwer auf YouTube, ja. Ich bin jetzt auf meinem Hauptkanal bei 37.000 Abonnenten. Und ich will euch nicht sagen, was ich da mache, weil sich das nicht lohnt, weil es peinlich ist. Ja? Also an die Leute, die ganz klar neu damit anfangen wollen, irgendwie eine Reichweite generieren wollen, müssen ja erstmal in Richtung TikTok gehen. Also auf YouTube würde ich das gar nicht mehr machen, es lohnt sich schon gar nicht mehr. Ne? Es sei denn, ihr wollt ganz normal arbeiten gehen, wie Sklaven irgendwo, Angestellte sein. Ja? Und ja, wie gesagt, das ist genauso dieselbe Sklaverei heute auf YouTube zum Beispiel. Ob ihr normal arbeiten geht oder YouTube macht, genau dasselbe Ding. Ja, also es ist nicht mehr wie vorher und man verdient deutlich weniger, als wenn du irgendwo angestellt bist. Ich bin ehrlich zu euch, ich mache vielleicht ein paar hundert Euro damit. Nicht mehr. 200, manchmal kommen 250 rein. YouTube könnt ihr heute komplett vergessen. Ich mache das nur noch aus Respekt. Aus Respekt zu meinen Zuschauern. Und die Leute, die nicht aus Berlin kommen, die sich das angucken. Ja, und ja, denn alles, womit ich anfange, ziehe ich auch durch. Ich werde auch ab Herbst auch wieder anfangen mit Tanzen, meinen Körper wieder fit bringen, fit machen, anfangen wieder zu trainieren. Aber natürlich nicht mehr im Fitnessstudio wie vorher. Brauche ich alles nicht. Ja, ich werde es alles automatisch machen. Ein Kollege kommt gerade an. Perfekt. Und ich mache nochmal kurz das Video zu Ende. Freunde, wer heute YouTube machen will, an die Leute, die wirklich anfangen wollen, lasst es. Lasst es, es wird sich nicht lohnen. Es ist schwierig. Ihr habt fast keine Chance, aber sagt niemals nie. Man soll niemals irgendwie was abstempeln. Vielleicht habt ihr was Besonderes und seid sogar besser als ich, authentischer wie ich und schafft dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwann auf 1 Million Abonnenten. Weil heute lohnt sich das erst nur, wenn du auf 1 Million Abonnenten bist. Und ich bin sogar unter 100.000. Das heißt, wenn ihr unter 100.000 seid, nicht mal 100.000 Abonnenten habt, braucht ihr nicht anzukommen. Ich bin ehrlich zu euch. Ich bin bekannt in Berlin. Ja, das war auch mein Ziel. Den Fame habe ich. Und der ist auch transparent. Der wird auch nie gehen. Aber, und ich mache ja auch inzwischen ein paar Sachen mit TikTok und anderen Dingen. Klar, ich habe Kooperationen. Ich mache andere Dinge. Klar. Aber glaubt mir, das war ein sehr, sehr schwerer Weg. Und sehr, sehr steinig. Wollte ich euch nur Bescheid sagen, ja. Also, wer jetzt denkt, wer heute noch mit YouTube durchstarten kann und denkt, er wird der Superstar auf der Plattform, der lebt irgendwie 6 Jahre im Rückstand. Ja, der ist zurückgeblieben, ganz einfach. Also, wenn du das auch Spaß machst, wie ich, ist das okay. Aber mit 250 Euro wirst du nicht glücklich sein, sage ich dir so, wie es ist. Ja, wirst du einfach nicht glücklich werden. Das wird, ja, damit kannst du ein bisschen was essen gehen. Und das war's. Davon kannst du keine Miete zahlen, davon kannst du absolut nichts machen. Ja? Also wenn ich das nur von YouTube leben würde, würde ich von der Hand in den Mund leben. Ja, also direkt nur Müll, straight shit sozusagen. Ja, ich bin ehrlich zu euch, warum soll ich euch anlügen? So ist das. Ja? Selbst wenn es bessere Monate gibt, aber das ist immer sehr, sehr selten. Ja? Und ja, okay. Die Beleuchtung war gerade sehr gut, ich bin raus. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Also, wie gesagt, wer jetzt nochmal durchstarten möchte, schaut mal bitte die Beleuchtung an. Die ballert hier auf jeden Fall. Ja? Und wer hier nochmal durchstarten möchte, auf der Plattform namens YouTube, der kann es komplett knicken.
Also ihr könnt das komplett vergessen. Wo ist mein Kollege eigentlich? Ach, der wartet da, alles klar. Ja, das wollte ich euch mal mitteilen. Und damit ihr auch ein bisschen wisst, was abgeht, wie der Hase so läuft. Und ich euch auf dem Laufenden, halte. Viele haben mich angeschrieben, Bro, erklär doch mal, wie funktioniert YouTube? YouTube funktioniert, indem du deine Zeit investierst, jeden Tag. YouTube ist wie ein kleines Kind, wie ein Baby. Das Baby will gefüttert werden, die Leute wollen Content sehen. Und heute, also die Plattform ist auch schon etwas älter. Ja? Wenn ihr wirklich mehr so Aufmerksamkeit haben wollt, müsst ihr in Richtung TikTok gehen. Ja, also YouTube heute ist komplett Game Over. Könnt ihr vergessen. Mit YouTube macht ihr heute nichts mehr, absolut gar nichts mehr. Es sei denn, ihr seid Tanzverbot, Unge, Montana Black. Mehr fällt mir nicht ein. Auch ein paar andere noch. Aber das sind jetzt die größten, die ich jetzt im Kopf habe. Ja? Und wenn ihr dann, vor allem wenn ihr davon leben wollt, lasst es sein. Es ist auch nicht jeder, es ist auch nicht für jeden, nicht jeder ist geboren damit. Ja? Man wird auch nicht mit Reichweite geboren, aber ich meine, es ist nichts für jeden. Ihr werdet euch am Arsch machen, ihr werdet alles verlieren. Ja? Geht arbeiten, macht eure Schule und geht dem Matrix-Leben lieber nach. Ja? Macht den Basic. Bleibt in der Matrix. Ja? Und wie gesagt, heute nochmal auf dieser Plattform super erfolgreich zu werden, ist beinahe keine Chance. Wenn ich jetzt irgendwann mal meinen 100.000 Play-Button bekomme auf YouTube, okay, aber das war ein sehr langer Weg. Wenn ihr heute durchstarten wollt mit YouTube, könnt ihr vergessen. Heute, 2023, YouTube, in Long-Term-Videos, also lange Videos auf YouTube, 15 Minuten, 10 Minuten, vergiss es, ist vorbei. Vor allem in dieser schnelllebigen Zeit mit 10, 30 Sekunden Videos. Das war's. YouTube ist gelaufen an sich. Ich bin ehrlich zu euch. Die Plattform YouTube ist vorbei, ist gelaufen. Da wird jetzt immer mehr was Neues kommen. YouTube, die Plattform heute, YouTube ist, die Plattform YouTube ist heute nur noch so Doku-Plattform, ja, für Ältere. So wie damals Facebook. Facebook war neu und dann kam plötzlich YouTube. So, weißt du, was ich meine? Und YouTube war sogar älter als Facebook. Aber ich sag ja nur, erstmal war Facebook und danach kam wieder was Neues, Instagram. Und so wird das immer sein. Aber eine Sache sage ich euch, wenn ihr einmal bekannt seid, ist das transparent. Dann seid ihr für immer bekannt. Ich repräsentiere sogar das Zeug, wie alles ist möglich. Ja, ich repräsentiere diesen Vibe. Aber glaubt mir, es ist super anstrengend. Ich habe gerade nochmal gesprochen darüber. Ich sitze gerade beim Kollegen im Auto. Weil viele fragen mich auch auf Instagram. Viele fragen mich auf Instagram wegen Social Media, aber nur um eine Plattform, um YouTube. Und ich habe ihnen gerade erklärt hier, Bro, dass du kannst überall anfangen, aber nicht auf YouTube. Heute ist YouTube komplett vorbei. Ja. Weißt du? Da ist es so schwer, noch hochzukommen. Also heute, dass du da Superstar wirst und 1 Million Abonnenten kannst, heute knickt. Ja, ist vorbei, ne? 2016 war das noch möglich. 2012 war das möglich, wo die ganzen Unge, Tanzverbot, wo die alle, Montana Black, da alle gekommen sind, ne? Wo die ganzen ersten YouTube-Millionäre gekommen sind. Aber jetzt könnt ihr komplett knicken. Wer da nochmal erfolgreich wird, innerhalb von einem Jahr 1 Million macht, der kann mich gerne anschreiben. Dann nehme ich alles zurück, alles. Ja, und aber jetzt erstmal sage ich euch die Wahrheit. Shorts könnt ihr machen auf YouTube. Instagram könnt ihr probieren. Ist sogar etwas einfacher, finde ich. Aber das Allermeiste, das Größte, der größte Konzern, die größte Startup und App ist zurzeit nochmal TikTok. Ja, selbst da wird es jetzt immer schwieriger. Also ihr müsst euch jetzt beeilen. Wer jetzt Bock hat, Social Media zu machen, sollte nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach machen. Dann bist du 1, 2 Jahre drin, aber dann bist du drin. Und dann muss ja was passieren. Es ist eigentlich gegen die Social Media Natur, wenn du jetzt irgendwie Zeit investierst und da passiert nichts. Da wird schon was passieren, aber du musst halt dranbleiben. So, ich glaube, ich habe mich clown-deutlich ausgedrückt. Wir sind draußen. Ja, aber YouTube, wer jetzt YouTube-Star werden will, lass es sein. Ich bin es nicht geworden nach 3, 4 Jahren. Du wirst es auch nicht. Ja, man sagt eigentlich, das, was ich nicht geworden bin, darf man nicht auf andere projizieren. Aber glaub mir, das ist sehr, sehr schwer. Also kannst du das komplett, diese Nummer kannst du knicken.